Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich bin der Alex und heute ist der 8. November, das bedeutet, ich bin wieder mit einem Wochenupdate am Start. Am Ende gibt es wie gewohnt ein Q&A, dann gucken wir uns an, wie das Q4 in meinem Account voranschreitet. Und vorab möchte ich jetzt noch eine kleine Spende nachholen. Und zwar wechseln wir dafür mal rüber auf meinen YouTube-Kanal. Und wer regelmäßig die Videos schaut, der wird sich an dieses hier erinnern, wo ich über meine Einnahmen gesprochen habe. Und zwar die, die ich so mit meinen Videos erziele. Und ich hatte auch gemeint, dass ich die Einnahmen dieses Videos aus dem Oktober 2021 spenden möchte. Und zwar an den Timo vom Producter, ja, also den Entwickler vom Producter. Und dafür möchte ich mich erstmal bedanken bei allen Leuten, die irgendwie versucht haben, dieses Video zu pushen, ihm Viewzahlen zu geben. Es gab wirklich überverhältnismäßig viele Likes und auch Kommentare. Es gab, glaube ich, ein Dislike. Irgendjemand hat das einfach nicht gefallen. Keine Ahnung, vielleicht lag es an meinem T-Shirt oder was auch immer. Oder er wollte das Ganze realistischer aussehen lassen. So stellen wir es einfach mal hin, dass er gesagt hat, nee, nur Likes ist halt auch unrealistisch. Ein Dislike braucht dieses Video zumindest. All das hat leider nicht gereicht. Es ist nicht so viel bei rumgekommen, wie ich mir ursprünglich erhofft hatte. Sagen wir es mal so. Also für die Klickzahlen oder die Kommentare und die Likes, die es bekommen hat, fand ich es verhältnismäßig wenig, was es an Einnahmen eingespielt hat. Ich hatte jetzt nicht übermäßig viel Werbung in dem Video, aber trotzdem, ja, weiß ich nicht, hätte ich mir irgendwie mehr vorgestellt. Wir können es uns einfach mal angucken. Also hier oben seht ihr das, 1. bis 31.10. und das Video hat knapp 14 Euro eingespielt. Das beste Video aus dem Oktober, das war das Interview mit dem Christian Heidorn, das liegt irgendwo so bei 23, 24 Euro, glaube ich. So in dem Dreh hatte ich ehrlich gesagt auch hiermit gerechnet. Also ich kann es ja auch nochmal hier in dem Umsatztab zeigen, also am CPM liegt es auf jeden Fall nicht, der ist trotzdem weiterhin richtig gut. Ich habe so zwei Theorien. Erste Theorie ist einfach, dass es eben außerhalb meines regulären Contents war. Also es war ja nun mal kein Video über das Print-on-Demand-Business. Dass es damit irgendwie zusammenhängt, dass vielleicht die Tags nicht gepasst haben oder wie auch immer. Und das andere wäre, dass YouTube das automatisch irgendwie so ein bisschen unterdrückt, weil sie halt nicht wollen, dass man darüber spricht oder so. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall hatte ich mir da tatsächlich etwas mehr erhofft, speziell auch, weil es eben so viele Interaktionen hatte. Aber da habe ich gesagt, alles klar, wir runden das Ganze einfach auf und ich habe dann schlussendlich hier 25 Euro an den Timo gespendet. Wird auch sicherlich nicht die letzte Spende sein, die ich hier getätigt habe. Falls ihr mal spenden möchtet, könnt ihr das ganz bequem über dieses kleine rote Herz oben links im Producter tun. Wenn ihr da mit der Maus drüber geht, kommt ihr direkt zu der Donate-Seite von PayPal. Ihr könnt das Ganze auch regelmäßig einrichten, dass ihr sagt, okay, ich möchte jetzt jeden Monat zum Beispiel 5 Euro spenden. Ja, lasst da ein bisschen Liebe da für den Timo, der uns hier dieses geile Tool for free bereitstellt. Ja, das dazu. Dann gibt es noch ein spezielles Dankeschön an den Josef, der hier in der letzten Woche Kanalmitglied geworden ist und hier mich zusätzlich supportet. Ich habe für die Kanalmitglieder auch nochmal neue so Level-Up-Zeichen und auch so eine Emojis hier hinzugefügt. Das heißt, ihr könnt jetzt so ein dickes, fettes Hallo in den Chat spammen. Nutzt das ruhig. Und genau, auch Dankeschön logischerweise an alle, die Kanalmitglied geblieben sind bisher. Ja, das soll es dazu gewesen sein. Dann gehen wir rüber auf Merch bei Amazon, gucken uns mal an, was diese Woche so los war. Und da sehen wir schon, Japan, ja, ist mit dem Standard-Sale dabei. Brauchen wir keine weiteren Worte zu verlieren. Spanien läuft relativ gut, das ist okay, fast jeden Tag ein Sale, Donnerstag hat man ausgesetzt, man braucht ja auch mal ein bisschen Ruhe, 6 Sales, ja, wollen wir nicht meckern, das ist ja generell der beste Friedrichsmarktplatz bei mir. Italien hat einen, ja, okay, geht besser, hat aber auch noch nichts zu sagen, aber müsste schon mal ein bisschen anziehen, ja. Frankreich, ja, wie wir das kennen, gut, 3 Sales letzten Monat, diesen bisher 0. Das hat auch erstmal noch nichts zu sagen, aber da erhoffe ich mir ehrlich gesagt auch nicht so viel. Dann kommen wir zum ersten spannenden Teil und zwar der deutsche Markt. Hat jetzt 18 Sales gehabt in der vergangenen Woche, was schon ziemlich gut ist.
Man sieht auch das, was mir andere Personen bestätigt haben. Also generell, dass die ersten 3 Tage im November richtig gut liefen. Und das war wirklich bei vielen so. Also ich habe mich mal so ein bisschen links und rechts unterhalten. Und da haben viele auch größere Accounts gesagt, dass die ersten 3 Tage des Monats richtig gut waren. Und dann ist es irgendwie so ein bisschen eingebrochen. Und logischerweise sind das bei mir jetzt keine repräsentativen Zahlen. Ne? Das sind natürlich sehr niedrig. Aber so in etwa, wie man das hier sieht, hat sich das auch abgespielt bei den anderen, dass es dann halt extrem nach unten gegangen ist nach dem 3. Und für mich ist das aber ein tendenziell gutes Bild. Ne? So mit den 18 Sales, da kann ich mich jetzt überhaupt nicht beschweren. Auch gestern der Sonntag war eigentlich wieder gut. Das, was so ein bisschen, das Ganze trübt, ist der Adspend leider. Also der deutsche Markt läuft aktuell sehr schlecht über die Werbung. Der Adspend ist enorm angestiegen, allerdings völlig ohne Sales. Also ich glaube, in den letzten 7 Tagen hatte ich einen einzigen Sale nur über die Werbung. Also der Rest hier läuft organisch. Kann natürlich noch sein, dass da Daten nachgeliefert werden, dass da jetzt noch was fehlt. Aber also der ARKOS ist gruselig. Ich habe das auch nachher nochmal mitgebracht, ausnahmsweise, die Werbung vom deutschen Markt, um das so ein bisschen zu zeigen. Da werde ich sicherlich nochmal irgendwie jetzt anpassen, wenn das so weiterlaufen sollte. Ansonsten bin ich hier doch sehr zufrieden. Der UK-Markt ist mit 2 Sales schon heute am Start. Das eine weiß ich gar nicht, aber das andere Shirt hier, was als Frauenshirt gekauft wurde, das ist tatsächlich kein Weihnachtsshirt, sondern ein St. Patrick's Day Shirt. Da habe ich auch nicht schlecht geguckt. Also theoretisch könnte man es vielleicht zu Weihnachten anziehen. Es steht jetzt nicht St. Patrick's Day oder so drauf. Aber ja, also wenn derjenige, diejenige es für St. Patrick's Day gekauft hat, ist er auf jeden Fall sehr früh dran. Ja, ansonsten UK hat sich wieder so ein bisschen normalisiert. 9 Sales, gut, 2 davon waren jetzt heute, die müssen wir theoretisch abziehen. Also 7 letzte Woche, das ist okay. Ja, nehmen wir auch mit. So, und dann das Spannende, das ist der US-Markt. Und da sieht man schon, der hat doch ein Stück weit angezogen. Also die meisten Tage sind hier um die 30 Sales rum, 2 lediglich drunter, manche aber auch wirklich hier mit 34, 33 schon gut drüber. Das waren dann auch die Tage, wo ich insgesamt so um die 40 Sales hatte. Also gestern glaube ich 39, am Freitag meine ich waren es auch 39, ursprünglich 40, dann wurde mir wieder einer storniert. Passiert. Aber ansonsten bin ich damit doch sehr zufrieden. 207 Sales jetzt in der letzten Woche. Da kann ich nicht meckern. Und dann habe ich auch nochmal zusätzlich hier so ein bisschen Statistik wieder mitgebracht. Wir machen mal noch hier 1. bis 7. Genau, das passt. Das heißt, es waren 240 Sales in der letzten Woche. Alle bis auf Frankreich hier zumindest einen. Und weil man ja dazu neigt, irgendwie, das so aus dem Bauchgefühl zu beurteilen, es geht nicht so richtig voran. Man hat vielleicht auch sehr hohe Erwartungen an das Q4, wenn man weiß, okay, jetzt ist schon November, irgendwie müsste es doch jetzt richtig krachen. Dass man, ja, wie gesagt, aus dem Bauchgefühl heraus urteilt, okay, es geht nicht voran, es läuft irgendwie schlecht. Und deswegen habe ich mir einfach mal die Sales pro Woche der letzten Wochen angeguckt, habe das hier auch nochmal mitgebracht. Und da kann man sehen, also wie gesagt, 240 diese Woche. Und wenn ihr dann mal zurückguckt, also letzte Woche waren es 212, davor 215, ja, das nimmt sich jetzt nicht so viel. Vor 3 Wochen 176, davor 161 und vor 5 Wochen 146. Das heißt, es ist schon ein ganz klarer Trend nach oben zu erkennen, seit 5 Wochen eigentlich schon. Ja. Also seit 5 Wochen geht es hier schon nach oben. Logischerweise sind immer mal wieder Tage dabei, die total gruselig sind. Und das erweckt vielleicht so einen Eindruck, als wenn es nicht wirklich vorangeht oder als wenn es schlecht läuft. Aber wenn man so ein Stück rauszoomt, ist es eigentlich, zumindest bei mir jetzt, das lässt sich logischerweise auch nicht auf jeden übertragen, aber ist seit 5 Wochen eigentlich ein Aufwärtstrend zu sehen. Ja, zumindest in meinem Account. Von daher bin ich damit auch wieder sehr zufrieden. Ja, Royalties per Sale, die schmecken natürlich hier auch ordentlich, was daran liegt, dass ich gefühlt nur noch Hoodies verkaufe. Also es ist echt Wahnsinn, was jetzt an Hoodies und generell so diesen langarmlichen Sachen hier über den Ladentisch geht. Das ist schon echt cool. Returns, ja, ein bisschen angestiegen, erhält sich prozentual aber auch noch in Grenzen. So, dann haben wir hier 169 Unique Products Sold. Hier sieht man es schon, 15% Hoodies mittlerweile, 10% Longsleeves und Sweatshirts haben sich jetzt auch endlich an Platz 4 gekämpft. Also das ist doch ein ganz guter Trend.
Kissen, ja, fangen jetzt auch endlich an, so wie ich mir das erhofft hatte. So, dann gucken wir mal hier unten, sortieren nochmal nach Sales. Also hier mein Evergreen Bestseller in Anführungsstrichen ist auch wieder mit dem Standard-Shirt an erster Stelle jetzt diesmal und der Pullover-Hoodie aber trotzdem an zweiter Stelle. Der Rest verteilt sich hier wieder auch sehr gut, ne? Also jetzt mal abgesehen von diesem einen Design, was relativ gut läuft, sind die ganzen Sales trotzdem immer noch sehr verteilt. Also das hatte ich mich auch mit einigen anderen Personen noch unterhalten, dass das jetzt ja bei mir eigentlich trotzdem nach vorne geht, aber querbeet. Also es ist jetzt nicht so, dass zu erkennen wäre, dass jetzt irgendwie ja eine Nische besonders gut läuft oder nur ein Design, sondern wirklich über alle Nischen hinweg verzeichne ich eigentlich wirklich mehr Sales. Was ein bisschen komisch ist, ist, dass bei größeren Accounts, da können wir ja auch gleich nochmal drauf gucken, es so zu sein scheint, dass hier wirklich die Werbung irgendwie ein bisschen spinnt. Wir gucken uns mal bei mir das Ganze an. Werbung der letzten Woche, $533 ausgegeben. Das ist etwas mehr natürlich auch als die letzten Wochen. Der ARKOS ist aber trotzdem wieder etwas gesunken. Sehr schön, wieder unter 20%. Damit bin ich wirklich sehr zufrieden. 108 Orders. Damit kann ich leben. Ihr seht das auch von den Orders hier. Ein bisschen Zickzack ist dabei, aber ansonsten ziemlich konstant und mittlerweile halt hier so fast immer oberhalb des Adspends die Linie. Das ist natürlich immer ein gutes Zeichen. Ja, und es scheint irgendwie so, dass bei den größeren Accounts, das bedeutet wirklich groß, also T100.000 und aufwärts, die Werbung also entweder nicht richtig angezeigt wird. Dieses Phänomen hatten wir jetzt, dass diese also ab dem, ich weiß nicht ganz genau, ab dem 5.11., 4.11. die Impressionen komplett eingebrochen sind, auch der Adspend extrem runtergegangen ist und dementsprechend auch die Sales nicht wirklich richtig gut waren. Und das jetzt schon über mehrere Tage, wo nicht so ganz klar ist, wird das jetzt nur falsch angezeigt. Im Hintergrund ist es allerdings noch richtig, also dass trotzdem mehr Adspend da ist, was es natürlich nicht besser macht, wenn man schon schlechte Sales hat, ja, dass man nur den Adspend da nicht sieht. Das würde die Sache ja eher noch verschlimmern. Oder ob das jetzt wirklich so ist, dass bei diesen Accounts einfach die Werbung auf irgendeine Art und Weise nicht mehr ausgespielt wird oder nicht richtig ausgespielt wird. Was ich persönlich merkwürdig finde, ist, dass es halt nur bei größeren Merch bei Amazon Accounts der Fall zu sein scheint oder primär bei diesen Accounts. Weil eigentlich hat ja der Merch bei Amazon Account nichts mit dem Advertising Account zu tun. Also das ist ja getrennt, da es ja ein völlig anderes System ist. Das Advertising System ist ja auch für FBA, FBM und so weiter und so fort. Und die zwei Systeme haben eigentlich nichts miteinander zu tun. Und dementsprechend sollte es dem Advertising Account auch egal sein, welches Tierlevel man ist. Ja, weil ein T1000-Account kann theoretisch genauso viele Kampagnen schalten wie ein T100.000-Account. Das spielt ja keine Rolle. Also ich kann ja auch auf die gleiche Asin 5000 Kampagnen meinetwegen schalten, wenn ich das möchte. Also daran erkennt man ja jetzt keinen großen Merch bei Amazon-Account. Also es ist alles ein bisschen mysteriös. Ich kann dazu jetzt auch tatsächlich nicht wirklich viel sagen. Schreibt gerne in die Kommentare, wenn ihr damit auch oder davon auch irgendwie betroffen wart oder nicht oder doch. Also ich persönlich kann das jedenfalls nicht bestätigen. Also ich hatte jetzt keinen großen Knick in den Impressionen, auch nicht im Adspend, der war ziemlich normal und ihr seht es ja auch hier, war eigentlich nicht so viel Ungewöhnliches dabei. Dann nochmal die Werbung hier vom DE-Markt und da sieht man das schon. Also da kann ich das tatsächlich irgendwie bestätigen, ja, hier so ab dem 3. war dann Sense und dann kam tatsächlich keine einzige Bestellung rein bis gestern, ja, da kam dann eine, das war glaube ich ein Hoodie, aber ansonsten ist der Adspend hier quasi einfach immer weiter nach oben angestiegen, was auch an meinen Kampagnen lag, also ich habe ja auch neue Kampagnen jetzt nochmal aufgesetzt gehabt für ein spezielles Produkt, habe da auch ein bisschen aggressiver beworben, also warum der Adspend nach oben gegangen ist, kann ich mir schon erklären, das lag irgendwie an mir, aber warum dann gleichzeitig die Orders komplett eingebrochen sind über die Werbung, ja, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also ich hatte ja Sales auf dem deutschen Markt, von daher kann es auch sein, dass diese auch hier nur nicht angezeigt werden. Ist aber jetzt über diesen Zeitraum auch eher unrealistisch. Weiß ich nicht. Also alles insgesamt ein bisschen mysteriös. Ich habe ungefähr, wenn wir nochmal hier kurz reingehen, so ungefähr 50% bin ich jetzt von der Werbung hin zu den Einnahmen, also ungefähr 1000
waren das 1000 Dollar ungefähr, 1000 Euro ungefähr. Von den Einnahmen ungefähr 500 Euro von den Adspend. Also das ist bei 50%, womit ich okay bin. Ja, US-Markt, was ja sowieso den großen Teil macht, läuft auch gut. Von daher will ich da nicht meckern. Und nur der DE-Markt hat das echt alles ein bisschen runtergerissen. Also da, ihr seht es ja hier, 86 Euro insgesamt eingenommen und hier 64 ausgegeben. Allerdings ja nur für 6 Orders davon. Also gerade mal, noch nicht mal die Hälfte der Orders, die über die Werbung kommen. Naja, es ist, wie es ist. Weiter beobachten ist jetzt noch nichts zum Ausflippen, aber ich werde da sicherlich noch mal ein bisschen adjustieren. So, dann kommen wir noch zu Fragen. Und zwar hatte ich hier Wiederwahl, ein sehr interessantes Video, wieder mal wahrscheinlich. Und zwar, hast du mal mit Hilfe des Cerebro Tool, also Helium 10, eine manuelle Kampagne gestartet aufgrund der angezeigten Search Terms aus dem Tool zur Frage mit den Cross Sales? Also generell erstmal vielleicht das, bevor wir jetzt weiterlesen. Also generell habe ich jetzt noch keine manuelle Kampagne nur aufgrund der Cerebro Search Terms gestartet. Also was damit gemeint ist, man kann ja im Cerebro nach Search Terms suchen, die für ein bestimmtes Produkt eingegeben werden. Ne, man könnte ja theoretisch auch sein eigenes Produkt, seine eigene ASIN in Cerebro eingeben, würde dann sehen, okay, welche Search Terms kommen denn dabei raus und dann auf diese Search Terms eben Werbung schalten. Das ist durchaus eine Möglichkeit, habe ich jetzt persönlich noch nicht gemacht, weil ich organisches Verkaufen und Advertised Verkaufen quasi ein bisschen trenne, weil ich halt möchte, dass die Kampagne gut läuft. Und es ist eben nicht gesagt, dass eine Kampagne gut läuft, wenn sie auf einen Search-Term bewirkt, der organisch gut funktioniert. Also das muss nicht mit einhergehen, aber die Wahrscheinlichkeit ist zumindest schon mal da. Das heißt, es wäre durchaus eine Strategie, die man mal versuchen könnte, habe ich jetzt allerdings noch nicht gemacht. Zu der Frage mit den Cross-Sales. Mir ist die letzten zwei Tage aufgefallen, mein Bestseller in den USA, dass meine Anzeige einen für mich positiven ARKOS hat, obwohl ich mehr ausgegeben hatte, als ein Sale einbringen würde. Wenn das T-Shirt gekauft wurde über diese Kampagne, wurde zwar das T-Shirt angeklickt, aber ein Hoodie verkauft und dieser Betrag wurde der Kampagne als Sale gewertet. Ja, also es ist tatsächlich so, dass wenn ihr jetzt zum Beispiel eine Kampagne auf ein T-Shirt schaltet und der wird angeklickt und dann wird aber auf der Produktseite der Hoodie ausgewählt und der wird dann gekauft, dass durchaus dieser Verkauf des Hoodies der Kampagne des T-Shirts zugerechnet werden kann. Passiert nicht immer in 100% der Fälle, aber sehr oft wird das so gemacht. Und dann habt ihr natürlich diese höheren Royalties oder diesen höheren Verkaufspreis auf der Kampagne des T-Shirts. Und obwohl diese Kampagne eigentlich, hätte derjenige das T-Shirt gekauft, quasi keinen positiven ARKOS hätte, hat die Kampagne aber einen, weil ja schlussendlich der Hoodie gekauft wurde. Das ist jetzt kein Fall, der so häufig eintritt, also meiner Meinung nach, dass es relevant wäre für den gesamten Account oder für die gesamte Kampagne, ja, über einen entsprechend langen Betrachtungszeitraum. Kann das mal passieren. Aber es ist auch wieder ein Punkt, wo man ganz klar sagen muss, dass man ja die Werbung auch immer manuell nochmal überprüfen muss. Also das wäre wieder so ein Fall, wenn ich jetzt ein Advertising-Tool benutze, was automatisch zum Beispiel die Bits anpasst aufgrund des ARKOS, kann es eben hier sein, dass der Bit zu hoch angepasst wird, ja, weil ich eben jetzt auf den Verkaufspreis des Hoodies sozusagen meinen Bit optimiere. Was ja aber überhaupt nicht gesagt ist, dass der immer gekauft wird, sondern die nächsten Male wird vielleicht immer wieder ein T-Shirt gekauft. Und dann kann das dieses ganze System eben so ein bisschen verzerren. Von daher wäre es trotzdem sinnvoll, dort immer wieder auch manuell quasi reinzugucken, zu gucken, okay, was war das jetzt für ein Verkauf, was habe ich da verkauft. Über die breite Masse der Kampagnen hinweg, wie gesagt, ist das sicherlich nicht so relevant. Aber es kann eben passieren, ja, das sollte man immer im Auge behalten. So, dann hier nochmal zwei Fragen zu manuellen Kampagnen. In meinen Autokampagnen findet sich unter Suchbegriffe sowohl die Produkt-ASINs als auch Keywords, die zu Verkäufen führen. Ich nehme mal an, dass die ASINs nicht als Keywords, sondern nur als Produkt-Targeting verwenden kann. Ja, genau. Also im Prinzip die ASINs in das Produkt-Targeting nehmen und die Keywords dann ins Keyword-Targeting für die manuellen Kampagnen. Das ist schon mal richtig.
sollte man in diesem Fall zwei manuelle Kampagnen schalten. Eine mit Keyword genau und eine mit Produkt-Asentargeting. Also würde ich machen, ja. Man könnte das Ganze dahingehend zusammenfassen, dass man, wenn ich jetzt eine Broad-Kampagne mache, also eine Kampagne zum Testen, zum Weitertesten, dass ich eine Broad Keyword-Kampagne sozusagen mache oder eine Broad Keyword Ad Group und zusätzlich noch eine Produkt Ad Group, wo ich dann eben die Asins reinpacke, dann könnte man das durchaus machen. Andererseits, also wenn ich jetzt mit Exact Keywords arbeite, würde ich das immer in eine einzelne Kampagne reinmachen, um eben auch das Placement für die Exact Keywords dann besser zu steuern. So, und auch bei Produkt-Asins kann man natürlich wie eine Testkampagne machen, wo ich erstmal alle Asins reinnehme, die zu einer Conversion geführt haben und dann schlussendlich nochmal die weiterhin funktionieren, also wo ich wirklich sehe, darüber kommen jetzt auch mehr und regelmäßig Bestellungen dann in eine Performance-Kampagne sozusagen, wo ich dann wirklich nur noch die Asins drin habe, die eben auch funktionieren. Und die anderen würde ich dann eben aus dieser Testkampagne wieder rausnehmen, dann zwangsläufig irgendwann abschalten. Also gerade bei diesem Product Targeting ist halt wichtig zu gucken, war das jetzt nur ein Zufallstreffer, weil es kommt ganz häufig wirklich eine Bestellung über eine Asin, aber das war es halt einfach auch. Also da würde ich diese Grenze, bevor ich eine Asin in eine manuelle Kampagne packe, einfach ein bisschen höher setzen, so bei 2-3 Orders sozusagen auf diese Asin, dann erst drüber ziehen, weil alles drunter, ja, das kann halt auch ein Zufallstreffer sein durch diese, ich sag mal, Gegebenheiten auf der Produktseite, ja, dass die Leute eben immer angezeigt bekommen, dieses Produkt könnte ihnen auch gefallen oder ähnliche Produkte, die Kunden gekauft haben und so weiter, kommt man da in so eine Spirale rein, dass man einfach immer weiterklickt, ne? Also die Kunden klicken, ah, okay, das könnte mich auch interessieren, klicken darauf, sehen auf der nächsten Produktseite wieder etwas, was ihnen empfohlen wird, klicken darauf und so kommt es halt oft, dass sie sich einfach immer weiter durchklicken durch diese ganzen Kampagnen und zufällig halt bei eurem landen und sagen, ja, okay, das gefällt mir, aber das hat halt nichts wirklich mit der Asin zu tun, von der sie gekommen sind. Also das heißt halt nicht, dass sie immer über diese Asin sozusagen jetzt zu euch gelangen. Und deswegen muss man da eben dann ein bisschen aufpassen. Frage 2 zu manuellen Kampagnen. In manchen Nischen sind die vorgeschlagenen Gebote für Klicks irrwitzig hoch. 75 Cent bis $4.50. Wie gehst du hier vor? Also $4.50 habe ich persönlich noch nicht gesehen, aber ich schließe jetzt mal nicht aus, dass das tatsächlich existiert. Ja, also auf keinen Fall so hoch bieten. Also generell dieser vorgeschlagene Bit sagt euch ja nur, bei welchem Gebot durchschnittlich die meisten Impressionen gewonnen werden. Also die meisten sozusagen Auktionen für die Impressionen gewonnen werden. So, ihr braucht aber nicht die meisten, um zu verkaufen, sondern ihr braucht ja an für sich nur einen ganz kleinen Teil der Impressionen. Das reicht ja oftmals schon aus. Und deswegen reicht es auch vollkommen in Nischen, wo meinetwegen $4 geboten wird, als Maximalwert oder auch als empfohlener Bid, trotzdem einfach mal mit 20, 25, meinetwegen bis 35 Cent einzusteigen und zu gucken. Und in der Regel kriegt man dann trotzdem Impressionen. Also selbst mit diesen niedrigen Geboten kriegt man trotzdem Impressionen, selbst wenn der empfohlene Bid meinetwegen bei $4 liegt. So, wenn ich merke, ich bekomme natürlich gar keine Impressionen, klar, dann muss ich höher gehen, muss dann aber eben auch gucken, wo rechnet es nicht noch. Also es bringt ja dann trotzdem nichts, $4 zu bieten, nur um Impressionen zu bekommen, aber damit werde ich ja niemals profitabel sein mit der Marge, die ich bei Merch bei Amazon habe. Ja, also da trotzdem einfach niedrig anfangen, nicht von diesem empfohlenen Gebot irgendwie irritieren lassen. Einfach ganz normal 25 bis 35 Cent circa bei Dynamic Bids Up and Down. Ja, genau. So, ich hoffe, das konnte weiterhelfen. Das Video ist nicht zu lang geworden. Schreibt gerne in die Kommentare, wie eure Woche so gelaufen ist. Und dann wünsche ich euch ja jetzt ab dem 10. November sehr, sehr gute Sales. Ich hoffe, da geht es jetzt nochmal richtig ordentlich nach oben. Und in diesem Sinne sage ich reingehauen.